Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Turok. Wir kriegen hier haufenweise Waffen. Keine Ahnung warum. Das könnte eventuell auf einen weiteren Gegner deuten. Wahrscheinlich. Ich werde mal vielleicht die Raketen wegtun und auf die Waffen wechseln. Na, die wollt ihr nicht haben. Ehrlich nicht. Ihr wollt die hier haben. Okay. Wir sind wieder zurück. Hm? Oh! Ich wusste, das ist der nächste Boss. Aha, da stimmt was nicht. Der hat irgendwie... Au, ein Schutzschild. Keine Ahnung, ob das normal ist. Ich glaube nicht. Gar schon aufgefallen. Pistole, wer braucht das bitte? Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Au! Gott sei Dank durfte man speichern, ey. Bist du gescheit? Okay, da brauchen wir was härteres. Ich habe gerade keine Ahnung. Ja. Ich habe gerade keine Ahnung, ob wir da irgendwas kaputt machen müssen. Ob sein Schutzschild einfach nur zum kaputt hauen ist. Ich weiß gerade nicht. Ehrlich gesagt. Hm. Das ist mir gerade ein Rätsel. Das ist mir gerade echt ein Rätsel. Aber es war klar, ne? Dass das Ganze hier nicht so einfach von der Bühne geht. Geht das? Ehrlich jetzt. Ich habe gerade keine Ahnung, gegen wen wir da kämpfen. Ist das ein Gott? Ich glaube, ich habe nur normale Pfeile, ne? Bist du Alter! Immer Pistole, ne? Ich brauch keine Sau. Ich kenn mich grad nicht aus. Thank you.
bin gerade voll konzentriert. Entschuldigung, darum rede ich gerade gar nichts. Boah, ey, wenn ich nicht bald was Gescheites kriege an Munition, werden wir hier verrecken. Naja. Ich, und wenn er mich trifft, dann zerreißt es mich komplett. Irgendwie nicht ganz. Nicht zu verstehen, irgendwie. Sogar. Weil jetzt ist mein Leben wieder vorbei, ne? Pff, voll komisch. Das ist richtig komisch. Das Gemeine. Ah, endlich mal was zum Heilen. Endlich mal was zum Heilen. Zum Heilen, das ist sehr gut. Ich habe, wie gesagt, keine Ahnung, was ich hier mache. Na, ja, wenigstens leben, ne? Ich sollte mal eine andere Waffe wählen, vielleicht. Einen erwischt, ne? Alter Schwede. Alter Schwede, ich brauch dringend Leben. So dringend Leben. Leben, ja. Größtes Leben wäre auch nicht schlecht. Boah, Alter. Eine Atombombe wäre nicht schlecht, ehrlich gesagt. Haben wir vielleicht eine? Nein. Okay.
Ui. Ui. Aha. Stürzt hier alles ein. Okay. Aha. Oh Gott, hoffentlich mache ich jetzt keinen Blödsinn beim Weglaufen. Ich glaube, wir haben es geschafft. Wahnsinn! Boah, wir haben es geschafft. Boah, super, ey. Schön. Fein. Boah. Ich glaube, mein erster Ego-Shooter hier auf dem Kanal, ne? Kann man Fallout 4 als Ego-Shooter bezeichnen? Nicht wirklich, oder? Nicht wirklich, oder? Vielleicht so mit dem Aspekt eines Shooters dabei, wegen Möglichkeit auf First Person und so weiter. Ui. Ich hoffe, ich habe mich nicht allzu deppert angestellt. Ich weiß, es gibt weitaus bessere Leute, keine Frage. Braucht es nur auf YouTube schauen. Da gibt es Leute, die schaffen, glaube ich, das Kapitel hier in 20 Minuten oder was. Ja. Die wissen aber auch, das muss ich zu meiner Verteidigung sagen, die wissen aber auch, wann, wo, welcher Gegner kommen tut. Jo. Das sind, glaube ich, diese Speedrunner, kann ich mir vorstellen. Und ja, boah, bin ich froh, wir haben es hinbekommen. Wir haben das total super geschafft. Ui, das nach 27 Parts. Nicht schlecht. Nicht schlecht, Herr Specht. Na, bin ich gerade echt sehr zufrieden, muss ich sagen. Jo, mein Fazit zum Spiel. Freilich ist es was Älteres, keine Frage. Aber trotzdem für Shooter-Fans, glaube ich, ist das schon, glaube ich, schon ein feines Ding. Ich, wie gesagt, das ist einer meiner ersten Shooter-Spiele. Wobei, ja, es gibt schon Metroid, ne? Metroid Prime 1, 2 und 3 habe ich ja auch gezockt. Das ordnet man eigentlich auch in einen Shooter ein. Also es ist nicht unbedingt mein erster Shooter. Ja, aber das erste Turok, das ich gezockt habe. So. Ja, ein weiteres Projekt neigt sich dem Ende und ich bin am Überlegen, ich bin hin und her gerissen, welches ich jetzt als nächstes statt Turok wählen soll. Am liebsten würde ich alle drei zocken, aber dann übernehme ich mich wieder zu viel und ich wollte ja abbauen. Ich wollte ja auf drei Projekte runter skalieren. Ich werde einfach eine Minimum machen und das wird das, was dann gewonnen hat, das werden wir jetzt blenden. So schaut's aus. Jo, ich war noch nicht fertig, glaube ich, mit Fazit dieses Spiels. Wie gesagt, mir gefällt's gut, muss ich sagen. Es soll noch zwei weitere Teile geben, die allerdings nicht in meinem Besitz sind und leider sind sie auch, zumindest war es gestern noch so, auf Steam noch nicht erhältlich. Ich werde die Tage mal öfters reinschauen auch und vielleicht gibt es einmal die Möglichkeit, auch den 2er und den 3er Teil zu spielen. Es sind tolle Spiele und jo. Hui. Wenn ihr das Spiel auch haben wollt, wie gesagt, auf Steam ist es käuflich erwerblich. Ansonsten gibt es sicher den einen oder anderen, der es schon vor vielen Jahren gekauft hat, als es damals erschienen ist. Vielleicht habe ich euch ja wieder dazu motivieren können, es selber zu zocken oder es vielleicht sogar zu kaufen. So oder so unterstützt ihr die Entwickler. Wie gesagt, es gibt ja auch viele Spiele, die einen immer wieder dazu anregen, es nochmal zu zocken. Ja, vielleicht ist es auch hier der Fall. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich euch dazu ein bisschen anfixen konnte. Und jo, ich werde jetzt mal die Klappe halten. Freue mich schon auf Projekt Nummer 3, was auch immer es dann werden wird. Und ja, wie gesagt, ich hoffe sehr, dass euch mein stümperhaftes Shooter-Let's Play hier gefallen hat. Ja, man muss sich da ein bisschen selbst kritisieren, sage ich mal. Wie soll ich sagen, ich bin da kein Profi drin gewesen. Aber trotzdem,
war es mir ein Vergnügen, auch wenn ich zum Schluss hin etwas schweigsam war, vor lauter Konzentrieren. Aber immerhin, mein lieber Scholli, den Endgegner First Try, den T-Rex First Try, bitte. Das ist doch fast ein Schulterklopfen wert, oder? Ein Lob steckt. Oh, da habt ihr recht. Ich sollte mich gleich waschen gehen. Naja, ich wollte eigentlich die Klappe halten, lass noch den Abspann hier zu Ende laufen und werde dann den Part beenden. Ihr Lieben, es war mir ein Volksfest. Ich bedanke mich fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Freue mich auf das nächste Projekt, das ich zusammen mit euch erleben darf. Ich hoffe nach wie vor, auch euch hat das Let's Play Spaß gemacht und ihr freut euch auch auf das nächste Projekt. Ich lasse euch hier noch ein bisschen mit dem Abspann alleine und wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören und sehen uns vielleicht beim nächsten Mal. Tschüssi!